Für das heutige Mondenergie-Video nehme ich euch mit zu einem besonderen Ort hier in Neuseeland, der Crater of the Moon genannt wird, also Krater des Mondes. Und diese Gegend hier ist etwas grüner sicherlich, als wie der Mond erscheint, und sie liegt im Herzen der Nordinsel, nahe dem mystischen Lake Taupo. Ja, nun stellt euch einfach vor, wir wandern jetzt gemeinsam auf diesem besonderen Weg im geothermalen Wunderland der heißen, sprudelnden Quellen. Und das zu einer Zeit, in der wir gleich zwei Supervollmonde in einem Monat erwarten. Es kommt nämlich relativ selten vor, dass wir überhaupt zwei Vollmonde in einem Monat haben. Und dass diese beiden Vollmonde auch noch Supervollmonde sind, also ganz besonders nah an der Erde, das ist wirklich sehr, sehr selten. Ja, und wie wir ja alle wissen, bringen die Vollmondnächte im Allgemeinen sehr viel Unruhe mit sich. Oft sogar so viel, dass wir nicht einmal gut schlafen können. Und beim Supervollmond wird das mitunter nochmal verstärkt. Und generell bringen die Vollmondnächte Licht ins Dunkle. Also auch unsere dunklen Schattenseiten können dann ans Licht kommen. Und diese wollen eben durch diese Vollmondnächte transformiert werden. Wenn wir aber nun in diesen Tagen rund um den Vollmond nicht in Harmonie sind, dann können unsere Schatten, die eben durch den Vollmond ausgeleuchtet oder ausgelöscht werden wollen, sich nochmal verstärkt zeigen. Und mitunter kann das nach hinten losgehen, wenn wir nicht offen sind für diese Art der Transformation. Und das sehen wir dann zum Beispiel auch in der Kriminalitätsstatistik, die speziell in den Vollmondnächten einen erhöhten Ausschlag aufweist, eben durch vermehrte Kriminalitätsfälle. Ja, dem Ganzen können wir aber entgegenwirken mit Meditation oder indem wir eben darauf achten, dass wir uns in positiven Schwingungen und Frequenzen aufhalten. Und das ist auch der Grund, warum speziell zu Vollmond immer so viele Meditationen gemacht werden, weil wir uns damit eben in eine gute Schwingung begeben und die Transformation dann auch gelingen kann. Und zur Unterstützung unterlege ich dieses Video auch wieder mit hohen Frequenzen. Zum einen habe ich die geistige Welt darum gebeten, eine hohe Frequenz speziell auch für den Monat August hier einzuweben. Denn der erste Supervollmond am 1. August ist wie eine Art Portal, das sich öffnet zu einem Einweihungsweg. Und es werden stark transformierte Schwingungen im Feld sein. Das Portal schließt sich dann wieder mit dem Supervollmond am 31. August. Und der August bietet uns somit große Möglichkeiten für Wachstum und Transformation. Und zudem unterlege ich auch nochmal dieses Video mit den Heli-Frequenzen, die ich jetzt speziell für die Supervollmondzeit ausgewählt habe. Denn nach meinem letzten Video, als ich den Waldspaziergang mit zusätzlichen Bachblütenfrequenzen aufgeschwungen habe, habe ich so viel positives Feedback erhalten und einige berichteten davon, dass Kopfschmerzen sofort verschwanden oder Entzündungen sich sofort besserten und eine Art Tiefenentspannung sich einstellte, ebenso wie Ruhe und Gelassenheit. Und bei diesem Supermond-Spaziergang durch den Crater of the Moon schwinge ich das Feld mit Schüsslersalzen auf, also Mineralstoffen, denen wir in ganz besondere Resonanz gehen. Ja, und die Zeit im August, also zwischen den beiden Supermond-Portalen, die eignet sich auch ganz besonders gut zur Aktivierung unserer höheren Wahrnehmungen, sodass wir auch mehr und mehr mit den hochschwingenden Wesen dieser Erde Kontakt aufnehmen können. Die Wesen, die meist für uns noch im Verborgenen leben. Wesen, die ihre Form verändern können und deswegen oft von uns nicht gesehen werden. Aber diese Orte werden jetzt immer mehr und mehr offenbar. Und zum letzten Supervollmond habe ich auch dazu spezielle Eingebungen erhalten und einen Impuls, wieder eine Astralreise zu unternehmen mit der lieben Nancy Holten. Und wir machen das eigentlich jedes Jahr immer zum ersten Supervollmond. Und im Anschluss dieses Videos spiele ich jetzt kurz eine Einleitung dieser Astralreise ein. Wir sind in ein verborgenes Tal im Himalaya gereist und die gesamte Astralreise, die verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Es gibt hochschwingende Regionen und Orte auf dieser Welt, die den meisten Menschen noch verborgen sind, die wir aber immer wieder hören in alten Überlieferungen oder die in neuzeitlichen Büchern thematisiert werden, wie zum Beispiel Shambhala, Agartha,
oder die Zugänge zu Innererde über die Pole und heilige Berge wie Mount Shasta oder auch das Tal der unsterblichen Meister, welches im Himalaya-Gebirge liegen soll. In diesem Zuge haben eine Seelenfreundin von mir, die liebe Nancy Holten, die ja die meisten von euch sicherlich kennen, und ich einen inneren Ruf vernommen, uns auf der Astralebene für diese mystischen Orte zu öffnen, weil es jetzt an der Zeit ist. Denn speziell zur letzten Sonnenwende hat ein großer Shift stattgefunden, der sich nun verstärkt mit der Supermondreihe aus 4 aufeinanderfolgenden Supervollmonden. Und diese hohen Energien haben unter anderem auch Ausdruck gefunden über die Schumann-Resonanz, eben kurz vor der Sonnenwende. Ja, und so sind Nancy und ich diesem Ruf gefolgt und haben uns spontan jetzt zum ersten Supervollmond diesen Jahres auf eine Astralreise begeben. Und wir haben diese auch als Audio aufgenommen. Und mit diesem Video seid ihr herzlich eingeladen, selbst bei dieser meditativen Astralreise mit dabei zu sein. Sucht euch dafür einen ruhigen Platz, an dem ihr nicht gestört werdet, und reist gemeinsam mit uns in das mystische Himalaya-Gebirge, wo wir uns ganz bewusst und intensiv mit allem, was ist, und dem All eins rückverbinden. Und wer mag und dies zu Hause hat, schaltet zu dieser meditativen Reise eine Himalaya-Salzlampe an oder stellt ein bisschen Himalaya-Salz neben sich. Ja, und nun viel Freude mit unserem astralen Ausflug zu einer hochschwingenden Region, die sich hier auf unserer Erde befindet.